die traditionelle, jährlich stattfindende Krippenausstellung im Museum der Stadt Bad Ischl zeigt heuer neben der berühmten Karlskrippe Arbeiten des Krippengeschehens aus dem Nachbarort Bad Gursern. Dies deshalb, weil der Krippalverein Bad Gursern heuer sein 20-jähriges Bestandsjubiläum feiert. 20 Jahre lang besteht diese kulturelle Vereinigung, die sich der Pflege und Förderung des Krippenwesens im Salzkammergut, insbesondere im Raum Bad Gursern, verschrieben hat. Dabei soll die Bedeutung des Krippenwesens den Menschen in unserer Zeit näher gebracht werden. So bemüht sich der Krippalverein Bad Gursern, das Krippengeschehen sowie den christlichen und volkstümlichen Gedanken dabei in der Bevölkerung an Jung und Alt weiterzugeben. Im heurigen Jahr zeigt das Museum der Stadt Bad Ischl etwas ganz Besonderes. Neben der schon traditionellen Karlskrippe, die wir ja immer stehen haben und die jedes Jahr viele Leute anzieht, haben wir heuer das besondere Glück, aus Bad Gursern die 20 Jahre Krippalverein Bad Gursern feiern zu können. Und die schönsten dieser gebauten Krippen können wir hier heute wirklich in dieser Ausstellung im heurigen Jahr zeigen. Es gibt also einige Krippen von diversen Krippenbauern. Es sind Krippen dabei, die also wirklich Höfe nachbaut, Häuser nachbauen, die also wirklich in Bad Gursern stehen und natürlich auch in Bad Ischl. Es sind ja nicht nur Gurserer bei diesem Krippalverein dabei, sondern auch Ischler. Und es ist wirklich eine wunderbare Vielfalt, die sich hier zeigt, nämlich auch also vom Detail, von den Kleinigkeiten her, die man sich da anschauen kann. Da merkt man wirklich, welche Liebe eigentlich ein Krippalbauer in diese Krippe hineinsteckt, um das Weihnachtsgeschehen dann in diese Krippe hineinstellen zu können. Der Stellenwert des Krippenbauens im Salzkammer ist ein ganz besonderer. Das heißt also Krippen bauen, Krippen aufstellen. Das Betreuen der Krippe ist also Teil des immateriellen Weltkulturerbes. Und das ist, glaube ich, schon eine ganz besondere Auszeichnung. Und im Salzkammergut ist es wirklich so, jedes Haus hat eine Krippe, jeder hat einen besonderen Bezug zur Krippe. Es gehört einfach zum täglichen Leben dazu in der Weihnachtszeit. Sie wird ja nicht umsonst an einem bestimmten Zeitpunkt aufgebaut, verändert sich dann immer wieder, bis sie dann am 2. Februar wieder verschwinden muss, leider Gottes. Schön wäre es, das ganze Jahr zu haben, aber die Tradition ist was anderes. Ja, und somit ist das Salzkammergut wirklich eines der ganz, ganz großen Krippentraditionen. Ich würde sagen, neben Neapel und Sizilien oder auch neben dem bayerischen Raum und vor allem auch dem Tiroler Raum gehört das Salzkammergut einfach zu diesen ganz, ganz großen Krippentraditionen. Vor uns haben wir jetzt gerade die Karlskrippe, ein wirkliches Prunkstück unseres Hauses, und wir freuen uns, dass wir die jedes Jahr, jede Weihnachten wieder aufbauen können und herzeigen können. Über 300 Figuren tummeln sich in dieser Krippe, einige davon bewegen sich im Augenblick gerade. Auch das ist eine Besonderheit, denn so viele Krippen mit beweglichen Figuren gibt es nicht. Aber auch hier ist es einfach ein Sammelsurium. Ein Erlebnis, eine Entdeckungsreise durch die Welt, durch diese Landschaft, durch das Weihnachtsgeschehen. Wenn man also den Stall hat und Maria mit dem Kind, die heilige Familie, aber alles, was rundherum ist, die Leute, die zur Krippe herkommen, bestimmte Figuren, die man hat, den Urball mit der Leinwand, den Vorderlommi auch mitgehen oder den Girgel mit dem Wirgel, alles das ist zum Entdecken. Auch der Vogelfanger, der also in der Salzkammergutkrippe nicht fehlen darf, und natürlich die Traubenträger mit der ganz, ganz großen Traube, denn im Jahr des Herrn ist ja die Erde sehr fruchtbar gewesen und so musste ja alles viel größer wachsen als in normalen Jahren. Es ist also praktisch von der Herbergsuche weg bis also zur Geburt hier alles in dieser Krippe versammelt. Und dann haben wir noch eine ganz besondere Besonderheit in unserer Krippe. Jetzt haben wir die heilige Maria mit dem Jesuskind in der Krippe. Und am 5. Jänner, wenn dann die heiligen drei Könige kommen, tauschen wir dann die Figurengruppe aus. Und die Maria hat dann das Jesuskind schon auf einem Schemel stehen. Denn es sind ja praktisch 2 Jahre vergangen seit der Geburt. Sie ist ja auch das Fest der unschuldigen Kinder. Und das Jesuskind ist dann sozusagen bereits 2 Jahre alt. Eine Darstellung, die eigentlich sehr selten ist in den Krippen. Ja, und dann natürlich also der Königszug, wenn man sich dann die Kamele anschaut. Die Leute wussten ja damals nicht, wie das ausgeschaut hat. Und da hat man sich dann in der Urkrippe in Traunkirchen, also bei der Schwanthaler Krippe, Ideen geholt. Und auch Schwanthaler hat die Kamele schon mit diesen riesengroßen Hälsen gezeichnet. Das sind also so kleine Saurier irgendwo, aber einfach wunderschön anzuschauen. Und damit also beweist es wieder, den
einen Ideenreichtum der Leute, die diese Krippen damals geschnitzt haben. Und jeder Volkskundler sagt, wenn ich diese Krippen anschaue, dann weiß ich, wie waren die Leute angezogen, wie hat das Leben der damaligen Zeit ausgeschaut. Und es ist immer ganz lustig, wenn man mit Kindern zur Krippe herkommt, denn in dieser Krippe gibt es Handwerk, das es heute nicht mehr gibt. Und wenn man dann oben die Bäuerin hat beim Butterstessen und beim Butterieren, dann fragen die Kinder, was ist denn das? Ist man denn da nicht in den Supermarkt gegangen und hat sich ein Viertel Butter gekauft? Ja, das ist halt einfach vor 150, 200 Jahren nicht ganz so gewesen. Und das sind dann die ganz, ganz großen Augen der Kinder. Und das gehört einfach zum Weihnachtsfest und zur Krippe auch dazu. Ja, wir wollten euch gern tragen und wärmt's gern von Herzen